Die Zwölfe zum Gruße, edle Recken und Streiter für die Gerechtigkeit. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von, ich nenne es jetzt einfach mal, Let's Play, das schwarze Auge, Schicksalsklinge. Seit dem letzten Mal habe ich meine Beute verkauft, sodass ich auf so ziemlich im Charakter 27 Dukaten habe. Ihr könnt das ja mal 6 nehmen, ja, haben ungefähr um die 160 Dukaten eingeheimst. Darüber hinaus seht ihr vielleicht sowas hier in den Statusbildschirmen. Das sind vierblättrige Einbeeren, die einen W6 heilen, wenn man sie denn verspeist. Ich habe ein paar gekauft für den Fall der Fälle. Und ich habe für alle Nicht-Magier, also Magier, also auch Elfen, abgesehen hier von Fichius, habe ich Seile gekauft. Ich weiß nicht, ob wir sie im Verlauf dieser Folge noch gebrauchen werden. Wir kriegen jetzt hier nochmal ein paar extra Dukaten, weil es eben diesen Bug gibt, den ich jetzt hier leider Gottes auszunutzen vermag. Aber wenn man so ordentlich aufs Maul kriegt, wie wir in der letzten Folge, könnt ihr euch ja... Irgendwas war hier gerade. Nämlich fiese Feinde. Wir töten sie mit den Brunst, ja. Und doch vermögen wir es, die Feinde niederzustrecken und ein bisschen Beute mitzunehmen. Okay. Können wir das nächste Mal speichern schon quasi benutzen, während wir auf den weiteren Weg hier rein sind. Diese großen Kämpfe, die mir ordentlich auf die Nuss gegeben haben aus der letzten Folge, die sind glücklicherweise, sind das geskriptete Kämpfe. Das heißt, wir machen sie einmal und dann nie wieder. So, wir haben es geschafft und sind in die nächste Falle gelaufen. Kaka. Und auch hier muss der Feind das Zeitliche segnen. Es war allerdings nur einer. So, jetzt bitte nicht mehr aufhalten, liebe Feinde. Ich musste mich noch... Also, mein Inventar ist voll, bevor ich hier irgendwas erreicht habe. Danke, Spiel. Okay, hier haben wir in dieser Ecke nämlich gar nichts. Okay, sollen wir da nochmal gucken? Hier war noch ein Nebenraum, den wir jetzt einmal begutachten. Oh, hier haben sie fette Beute für mich hinterlassen. Ach du Scheiße. Viel mächtiges Zeug für mich. So, Truhe ist leer. Mein Inventar ist voll. Uiuiui. Ui, ui. 3 Kurzbögen. Wir nehmen mal alle 3 mit. Eine Armbrust. Ausgezeichnet. Fantastisch. Grandios. 4 Wurfmesser. Ich versuche mal 4 mitzunehmen. Wir nehmen die 20 Bölzlein auch mit. Und die 50 Pfeile sowieso. Wir haben eh eine ganze Menge verschossen. Und jetzt muss ich mal nachgucken, dass ich das Ganze hier auch irgendwie gewinnbringend einsetze. So, der Hunger nagt mittlerweile an den Knochen unserer wackeren Streiter. Der Durst leider noch nicht, weil wir haben noch Bier. Wobei ich sollte jetzt, vielleicht das mache ich was offscreen, dass ich meine... Wie viel habe ich denn noch überhaupt? Auf der anderen Seite ist es natürlich relativ fein, jetzt mittlerweile mal eine Armbrust zu haben. Jetzt muss ich allerdings mal gucken, was der gute Injak denn an Möglichkeiten hat. Schusswaffen 13, das ist natürlich nicht ganz verkehrt. Und Moment, hat immer noch den Zweihänder. Ui, ich wollte ihn eigentlich ausgetauscht haben gegen das Schwert. Aber da packen wir ihm zunächst einmal die schöne Armbrust mit den fantastischen Bolzen. Wenn ich sie nochmal wiederfinde, da sind sie. Packen wir ihn mal ins Inventar. Gut. Ja, wir geben ihm auch alle 20 Bolzen. Was? Der ist zu schwer beladen? Leck mich am Arsch, nee. Ah. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen was umverteilen. Also, jetzt müsste ich allerdings erstmal gucken, dass ich mir wieder die anderen, die Grundwerte angucke, damit ich sehe, wie viel Belastung die haben. Ich verteile meinen Krams mal offscreen. Bis gleich. So, meine Helden haben eine ganze Menge Bewegungspunkte eingebüßt und ich habe noch offscreen mit Atlantis das Talent Wundenheilen auf Shindy und Injak 08 angewendet, damit die beiden wieder ordentlich im Saft stehen. Gut, jetzt hoffe ich, ich komme ein bisschen besser hier durch, ohne diese ganzen scheiß Zufallskämpfe auf dem Mittelweg hierbei. So, ich glaube, hier gab es... Ah, bei genauem Hinsehen entdeckt Cindy eine Geheimtüre in der Wand. Nach kurzer Zeit schafft sie es sogar, sie zu öffnen. Ausgezeichnet! Und hier haben wir noch einen Seitengassen, mehr oder weniger Raum, den wir durchschreiten. DJKA87 fragt mich... Warum kommen so viele Zufallskämpfe? Okay, wir haben einen Piraten in die Flucht geschlagen und leider... Ui, das war ein neuer Gegner. Na egal, man hat nichts Wichtiges verpasst. DJKA87 hat mich gefragt, hey Bernd, wie kann es sein, dass wenn man ein Heiltalent einsetzt, der Charakter dann nur Schaden erleidet? Ja, das ist im Grunde eine Probe, die im Hintergrund... nicht im Hintergrund abläuft. Hier gibt es eine Leiter, aber die steigen wir nicht herunter, weil sie ins Nirvana führt. Ja, er hat quasi die Wunde falsch behandelt, weil die Probe ergeben hat, dass er das nicht gescheit hingekriegt hat.
So, ansonsten, wir machen mal das Schloss auf. Und muss ich gerade mal gucken. Ich werde mal das Spiel hier speichern unter diesem Speicherstand, weil ich eventuell sterben könnte. Was ist das? Funktioniert? Normalerweise kriege ich eine Warnung, dass meine Helden einen Abenteuerpunkt abgezogen bekommen. Aber nun gut, vielleicht ist das auch passiert. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn ich nämlich jetzt hier eintrete, kommt wieder so ein wahnsinniger Krasskampf. Und da müssen wir jetzt gerade mal gucken, wie wir denen am besten begegnen werden. Okay, du gehst erstmal einigermaßen in die Richtung und wartest ab. Gut, das heißt, die anderen Scheißräuber kommen in meine Richtung. Wir bewegen uns mit der Shindy, mit der Wahnsinnigen, mal in die Richtung, damit wir sie mit ihr halbwegs abfangen. Gut. Muss ich gerade mal gucken. Also 1, 2, 3. Das müssen wir uns quasi hier hinstellen und haben leider nicht mehr genug Punkte übrig, um anzugreifen. Ja, deswegen warten wir ab und lassen die anderen Ärsche zu uns kommen. Gut. Müssen wir gerade mal gucken. Das ist der hier. Gut. Dann gehen wir die zwei nach oben und versuchen ihn mal mit dem Bogen anzugreifen. Oh, und wir treffen ihn sogar. Oh, gezeichnet. Oh mein Gott, was für eine derbe Bass-Rasselbande das hier doch ist. So. Oh, wundervoll. Wundervoll. So, du gehst mal zwei Schritte nach vorne. Und wir haben eine fette Armbrust und die werden wir jetzt gewinnbringend einsetzen. Jawohl, mit 7 Schadenspunkten. Und deswegen sind Armbrüste geil. Wir haben also einen Bogenkampf-Standout. Mehr oder weniger. Okay. Wir... Nee, Quatsch, ist der falsche Typ hier. Deppi, deppi, depp. Wir stehen hier gerade allesamt ein bisschen kacka. Ah, ja, ich muss gerade mal was gucken. Das ist der Typ. Wenn wir hier diese zwei nach oben gehen, haben wir so, können wir nur sogar noch zaubern. Okay. Dann versuchen wir ihm wieder einen Blitz in die Fresse zu jagen. Und es funktioniert. Yes. Okay, hier. Sniper Shootout. Falk, wir treffen natürlich nicht. Und du greifst jetzt den hier an. So, und ich habe nachgelesen. Aggressiv bedeutet, dass man seine, quasi für diese Attacke seine Attacke erhöht, also seinen Attackewert, aber dafür den Paradewert bei der nächsten Parade verringert. Aber die Kämpfe könnten theoretisch so schneller vorbeigehen, deswegen machen wir das. So. Mit dir bewegen wir uns mal langsam in ihre Richtung. Aber jetzt. Uiuiuiui. Wieso trifft er und ich nicht? Scheißdreck. Wir bewegen uns einen Schritt weiter zurück und werden den hier angreifen. Wow, 11 Schadenspunkte. Wow. Die Armbrust ist klasse. Schmerz, 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 das tut weh. Das sind 3. Wie viele Bewegungsdinger hast du noch? Das sind 2. Oh, kannst du noch? Zauber, sehr schön. Und dem hier jagen wir jetzt ebenfalls eine Blitze in die Fresse rein. Angriff von Raum ist linked, finde ich gut. Boah, ey. So, wen muss ich jetzt töten? Moment. Nein, ja, ist klar. Also wir machen... Was? Achso, hat die noch nicht angegriffen? Scheiße. Okay, dann versuchen wir den hier erstmal zu töten. Oh, die Wahnsinn, die trifft leider nicht. Aber sie darf nochmal. Und nochmal aggressiv. Boah, der Typ hat was drauf. So, ich hoffe, Atlantis hat jetzt auch mal was drauf. Yay, er wird mächtig in die Binsen getroffen. Ja, ich hab jetzt keine Ahnung, wen haben wir denn? Versteck du dich mal da, bitteschön. Lalalala. Oh mein Gott, Atlantis gibt wieder ordentlich was drauf. Okay, wir bewegen uns wieder ein Schrittchen nach hinten und töten ihn. Ja, er ist hinüber. So, Mäppchen bald auch. So, die ist leider ein bisschen zu voll. So, wir stellen uns jetzt erstmal hier hin und können leider Gottes doch niemanden angreifen. Dann warten wir mal kurz ab. Okay, das geht gut. Mäppchen, nein, meine liebe Mäppchen, nein. Wir greifen jemanden an und zwar den hier. Natürlich misslingt. Und ihre Waffe ist zerstört. Danke, Spiel. Danke. Als hätte ich nicht schon eh genug Probleme mit dem Scheiß hier. Okay. Wir bewegen unsere Magier hinter mal langsam in die Richtung. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig, um mal ein paar Lebenspunkte in den Hintern zu drücken. Es ist notwendig, wenn ich das hier so sehe. Triff, Dankeschön. Er ist... Also was können wir uns denn wechseln? Wir haben Dolch und Säbel. Ich nehme einen Säbel. Und dann... Wir müssen die Ärsche hier langsam mal umbringen, glaube ich. Oh, Shindy wird getroffen. Okay, so. Das Shootout geht weiter. Und... Oh, wir treffen mal wieder nicht. Oh, er hat auf seine Nahkampfwaffe gewechselt. Scheinbar. Moment. Also, Sunshine. Okay. Ich glaube, Heilung kann ich jetzt nicht zaubern. Ja, weil wir, glaube ich, den Bogen haben. Deswegen nutze ich was anderes. Nämlich Bewegungszauber. Auf, ich hoffe, das funktioniert. Acceleratus. Yeah, Mäppchen ist magisch beschleunigt. Das bedeutet, sie bekommt einen weiteren Angriff. Nee, du mal. Na, ich weiß. So, du. Scheiße. Irgendwie. Nee, den hier greifen wir an. Aggressiv! Oh mein Gott, die wahnsinnige Cindy kann immer. Was? Boah. Das funktioniert aber gar nicht heute in diesem Kampf hier. Und jetzt. Jawohl, er trifft. Hoffentlich langsam tödlich. So. Wir töten erstmal den hier weiterhin. Sehr gut. Mäppchen hält noch was aus. Wir machen eine alte Aktion. Und treffen den Hansel endlich mal. Okay. Jetzt bewegen wir uns. Hier hin. Wieso? Achso, da steht mein Typ drauf. So, na okay, dann bewegen wir uns woanders hin. So, gerade mal gucken. Und zwar, wir stehen direkt unter ihr. Dann stehen wir uns dahin. Und greifen jetzt den Räuber hier an.
Jawohl! Und treffen ihn auch. Gut, gut, gut. Wir bewegen uns wieder weiter Richtung... Ist das Malbe? Ja, das ist Malbe. Wir können allerdings noch nicht zaubern, deswegen warten wir ab. So. Wen wollen wir... Ah, wir wollen den jetzt erstmal... Mächtig reinhauen! Und er haut ab! Ausgezeichnet! Das heißt, Malbe könnte... das vielleicht schaffen. Und du könntest es vielleicht auch schaffen. Vielleicht haben wir ihm langsam mal genug Lebenspunkte gekostet. Gut, der Typ steht noch da rum. Er weiß noch, wie lange. Deswegen ein Schritt nach da. Und jetzt draufballern. Gut. Bevor der wieder zu Kräften kommt, müssen wir gucken, dass wir ihn kaputt kriegen. So. Wie? Was? Ich kann auch keine Heilung? Warum geht es nicht? Achso, vielleicht weil es im Kampf ist. Ich hab gedacht, ein Balsam kann man immer wirken. Dann eben nicht. Gut. Oder besser gesagt, schlecht. Jetzt kommen wir nämlich an die anderen schlecht ran. Okay, wir warten mit ihm nochmal ab. So. Alte Option. Ah, die wahnsinnige Cindy kann nicht an ihre Performance anknüpfen. Leider. Aber du vielleicht. Jawohl, nochmal 7 Schadenspunkte gegen diesen Räuber. Sind ihm die Falle ausgegangen? Warum geht er in den Nahkampf? So. Was? Achso, der Typ ist weggelaufen, stimmt. So, dann, gegen den über ihr. Oh, mit 2 Schadenspunkten trifft sie. Mappchen kriegt nochmal 4 rein, ja, also kann er mal 4 reinwürgen. So, und den hier nochmal. Pause! Meine Güte, der hält aber auch was aus. So, du wartest hier nochmal. Gut. Wir bewegen uns jetzt nochmal einen Schritt nach unten und dann geht's nochmal auf dessen Brust. Oh mein Gott, er ist immer noch nicht eingeschüchtert genug. Okay, also meine Shindy kann momentan überhaupt nichts, leider Gottes. Vor diesem Kampf hier hatte ich echt Panik. So, okay, da gehen zumindest mal 8 Schadenspunkte rein. Und Malbchen begegnet diesem Aggressionsoffizier noch einmal. Mit verhandlungsstarken Möglichkeiten und macht wenigstens einen Schaden. Okay, ich muss mich mal in eine andere Richtung bewegen. Okay, dann gehen wir eben noch diese 2 Dinger nach oben. Oh Gott, okay. Shindy ist getroffen worden, das ist noch einigermaßen akzeptabel. Das ist aber nicht akzeptabel. Wir bleiben allerdings bei ihr mal stehen und ja, du sollst ja auch nach da oben angreifen, Frau. Warum machen wir es nicht? Und er steht immer noch scheiße. Okay, dann müssen wir gucken, was wir gegen den hier irgendwas unternehmen. Und er flieht, mehr oder weniger. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir den über Atlantis jetzt langsam mal zur Flucht. Maibchen wurde bewusstlos geschlagen. Shindy wird getroffen. Und Multi Sunshine. Achso, der ist geflohen, das ist gut. Ja, es ist in Ordnung, dass das ein ungültiges Ziel ist. Dann versuchen wir jetzt erstmal dem hier, die Leviten. Natürlich geht es nicht! So, wen müssen wir denn jetzt retten? Wir bewegen uns, was sind 3? Achso, 1, 2 mal nach unten. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um den Sack hier. Na also, endlich! Einer weniger! Es geht doch! Was? Atlantis ist ebenfalls bewusst, aber cool, er ist noch nicht gestorben. Von daher passt das. Ich wollte eigentlich noch was anderes gemacht, gekauft haben. Nee, oder? Nee, wir bleiben jetzt mal stehen, sonst kümmern sich die anderen beiden noch um jemand anderen von mir. Na, Shindy kann man noch nichts machen. Okay, der steht gerade auf Maibe, glaube ich, rum. Dann stellen wir uns auch mal auf Maibe und greifen den Saftarsch mal an. Jawoll, und der sieht ordentlich die Sternlein kreisen. So, wie wär's, wenn du es nochmal schaffst, hier einmal zu treffen? Dann eben nicht! Man kann übrigens... Moment. Mal erstmal gucken, das sind 2 Punkte, wundervoll. Und jetzt wird der hier mal ein bisschen abgeschossen. Wenn wir den mal treffen. Oh, Räuber trifft einen Räuber, aber hoffentlich sich selbst. Okay, dann wir müssen erstmal gucken, dass wir uns den hier, uns dessen entledigen. Jawohl, wieder einen schönen Treffer in den Rücken. Mein Gott, Cindy, mach mal was gegen den Schaden. Oh, und Inja kann nochmal 3 Knüppelschaden verteilen. Okay, die halten sich noch ganz gut selber. Dann halten wir uns den mal hier langsam, hoffentlich von Leibe. Jawohl, wieder einer tot. Und der darf jetzt nochmal. Ah, nochmal ein schöner Schuss in den Rücken. Und er flieht. Das heißt, wir haben es noch mit 2 armlästigen Kreaturen zu tun. Nochmal alte Aktion. Du schaffst es, Shindy. Shindy, du kriegst es hin. Nein, nein, du sollst nicht auf Fleischstangen spielen. Sondern den auch mal reinwirken. Meine Güte, nee. So, da muss der Magier das mal wieder hier. Mit nahkräftigen Argumentationsketten. Ja, er trifft die zumindest, ne? Das ist schon mal was. Und so, er stellt sich mal dahin. Und du ballerst den jetzt hier, Call of Duty Style. Oder auch nicht. Okay, dann nach hier. Und ich glaube, das ist richtig. So, warten wir den Scheiß mal ab. Und dem nochmal eine draufdrömeln. Oder auch nicht. Ja, boah, sie trifft mal wieder. Endlich. So, und du, raus ihm jetzt. Keine rein. Oder kann ich, glaube ich, Adaptionen hier machen? Meine Güte, niemand trifft außer die Gegner, diese Penner. Jawohl, 10 mächtige Schadenspunkte. Und der Räuber trifft sich wieder selber. Ja, da ist ein Shindys Mantel. Wahrscheinlich die Klinge abgeglitten und direkt in die Brust seines Führers. Ah, Fichius, nein. Töte ihn. Meine Güte, die hat einfach zu lang. So, töte ihn, Fichius, töte ihn. Hau gerade rein. Ja, also, es geht doch. Und du, tötet ihn. Und na, verdammt, wie hätten die aus? Oh mein Gott, ich muss noch mal lange schlaflose Nächte verbringen, bis ich meine Wunden geheilt habe. So, hau meine rein! Scheiße! Hau meine rein! Bis verdammt! Boah! Okay, Multisunshine! Los, zack! Jawohl! Und sie ist erbarmungslos! Ich brauche mal gerade nicht mehr, geh mal hier ein bisschen weg. So, wir zaubern jetzt noch mal was. So ein Kampfzauber! Ein Fulminictus in das Hirn des Gegners! Los, pack! Und. Scheiße. Wir haben hier eine ganze Menge Zeug. Nein, keiner soll es wegwerfen. Oh, alle unsere Rucksäcke sind voll. Was wollen wir tun? Wollen wir uns wegwerfen? Ja, wer will was wegwerfen? Komm, Wurfmesser weg. Ja. Skaya. Wir werfen die ganzen Wurfmesser weg, weil zum Wegwerfen sind sie da. Was haben wir denn hier noch? Goldschmuck. Kann man gut verkaufen. Dann haben wir noch irgendwas. Ja, komm, scheiß Dolch. Den brauchen wir auch nicht.
So, welche Gegenstände wollen wir uns noch nehmen? Ich glaube, der Schlüssel ist relativ unwichtig. Aber da unser Rapier von Maibchen zerbrochen ist, nehmen wir uns das Ding mal mit. Was können wir denn hier noch wegschmeißen? Ein Seil? Nein, das brauche ich eigentlich noch. Die Harfe sowieso nicht. Das Wurfmesser natürlich. Bier? Nein, müssen wir nicht unbedingt haben. Aber die Orknase sollte noch, glaube ich, was wert sein. Yep. Mal sehen, Fichius. Nein, der nicht. Aber wir hatten hier noch ein Wurfmesserchen. Ja, wollen wir wegwerfen. Und ansonsten gucken wir noch, ob wir den Säbel mitnehmen können. Vielleicht kann Injak noch irgendwas wegschmeißen. Na, die Schnapsflasche. Wer will schon Schnaps haben? Wein brauchen wir auch nicht. Einen Schlüssel nehme ich trotzdem mal mit. Aber ich meine, der ist zu nichts Nutze. Haben wir hier noch irgendwas, was weg muss? Nein. Sunshine. Na komm, der Dolch. So, weg mit dem Scheiß. Nein, den Rest lassen wir hier. Wir hatten 52 Abenteuerpunkte. Wir sind noch alle irgendwie am Leben. So, meine Lieben, ich bin genau wieder hier. Ich bin rausgelaufen und habe alles verkauft. Ich habe 2 Nächte in einer sündhaft teuren Herberge übernachtet. Mit besten Zimmern, damit ich einigermaßen wieder auf dem Damm bin und habe dann noch ein paar von den 4-blättrigen Einbären gefuttert, bis ich einigermaßen wieder auf dem Damm bin. Und wir haben mittlerweile etwas über 300 Dukaten unser eigen. So, und hier haben wir noch eine weitere Truhe stehen mit Weinflaschen, Schnaps und viel besser den Heiltränken. Leider Gottes ist der Rest, der auf den Boden geworfen wurde, weg und wird nie wieder gesehen. So, bei genauem Hinsehen entdeckt Cindy eine Geheimtüre in der Wand. Aber sie schafft es nicht, sie zu öffnen. Verdammt, wird besser. So, wir können uns auf dem Feld, wo wir oder wo es eine Geheimtüre gibt, einfach nach links und rechts drehen, weil im Hintergrund immer eine Probe abläuft, ob jemand das erkennt. Und dann tatsächlich auch mit Schlösserknacken öffnen kann. Nämlich hier ist nochmal was ganz Gutes. Nämlich, wir gucken nur auf die Karte. Nein, wir öffnen auch diese Truhe und kriegen Goldschmuck, Silberspuck, Schmuck, Messingspiegel, Grube und... Jetzt können wir auf den Boden spucken. Außerdem finden wir einen Plan dieser Höhlenetage und finden 103 Dukaten. Jo, das heißt, wir können uns hier alles erstmal angucken. Ich meine, es gibt noch zwei... Über einem... offenen Feuer hängt ein großer Kessel mit Eintopf. Ja, leider dürfen wir davon nicht kosten. Oder wer will das denn überhaupt? Ja, auf jeden Fall müssen wir zuerst diesen lästigen Piraten vernichten. Bis gleich. Doch auch dieser Pirat flieht vor uns, dieser Narr, und lässt uns noch ein paar Abenteuerpünktchen übrig. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. So, ich glaube, hier gab's noch was. Hier bewahren die Räuber offensichtlich ihr Plündergut auf. Kisten und Kästen, Stoffballen, Säcke und Truhen. Auf den ersten Blick könnt ihr nichts entdecken, was euch interessiert. Und was ihr tragen könntet. Aber nachdem ihr euch etwas umgeschaut habt, entdeckt ihr schließlich doch ein Fass, in dem einige Stangenwaffen stehen. Wir nehmen also 3 Speere. Wir nehmen 3 Hillebarden und 2 Lilien mit. Und noch 2 Gegner. Mein Inventar ist wieder voll wie sonst noch etwas. Warum kann man hier keine Säcke oder sonst was finden? So, Maibchen hat ordentlich was auf die Nuss gekriegt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Injak absolut überladen ist. Wahrscheinlich dank der Hillebarden. Deswegen muss ich mal gucken. Okay, die kann noch was tragen. Er hat immer noch nur noch 3 Bewegungspunkte. Im Kampf hatte er nur 0. Okay, Fichius, du musst jetzt mal ordentlich was mitschleppen. Ansonsten geht das absolut nicht mehr. Ich würde gerne noch eine bestimmte Sache, nämlich in dieser Folge schaffen, damit ich nicht andauernd wieder hin und her und raus und rein laufen muss. Beziehungsweise mir das Ganze ein... Ja, das ist okay, wenn der nur so wenig laufen kann. Gut. Perfektomat. Und dann geht's weiter. DJKA87 fragte mich auch, wie das mit der Zeit aussieht. Das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Es vergeht keine Echtzeit, sondern ihr seht vielleicht, dass die Breioscheibe mit jedem oder fast jedem Schritt, den wir machen, und jeder Aktion, die wir durchführen, quasi ein bisschen weiterfährt. Das heißt, es gibt keine Echtzeit, sondern es hängt nur davon ab, was wir im Spiel tun. Wenn wir einfach nur die ganze 10 Stunden lang auf einer Stelle rumstehen würden, würde nichts passieren. Hier bewahren die Räuber offensichtlich ihr Plündergut auf. Kisten und Kästen, Stoffballen, Säcke und Truhen. Auf den ersten Blick könnt ihr nichts entdecken, was euch interessiert und was ihr tragen könnt. Und auf den zweiten Blick können wir nur noch ein weiteres Leben nehmen. Und auch dieser Knabe wurde zu Buchern von uns geschickt. So, und damit dürfte ich, glaube ich, hier soweit auch alles erledigt haben. So, und dann wollen wir jetzt mal gucken, was wir denn hier haben. Dieses Gangstück wird wohl seit langer Zeit nicht mehr benutzt.
Die Tür vor euch ist mit schweren Balken verrammelt. Außerdem sind seltsame Schutzrunen in den Boden und in die Wände gekratzt. Auch die Dämonenfratzen in den Nischen erscheinen, der Abwehr größeren Übels zu dienen. Ihr habt die Räuberhöhle ausgeräuchert und damit euren Auftrag erfüllt. Dramosch wird zufrieden mit euch sein, das hoffe ich doch. Na, gucken trotzdem. Cindy schafft es nicht, das Schloss zu knacken. Cindy schafft es nicht, das Schloss zu knacken. Verdammt, Cindy! Werd mal gut! Das kriegst du hin! Cindy! Ja, das Schloss kriegt man auf. Irgendwann, vielleicht sollte ich auch Maibchen mal ran. Okay, jetzt reicht's mir. Maibchen hat, glaube ich, den etwas besseren Schlösserknacken-Skill, von daher. Und weniger Schnaps. Ja komm, dann pack du das da rein. Zauber, ein bisschen Goldschmuck kann die Cindy auch mal vertragen. Ist eine Zwergin, steht auf Gold. Maibchen, komm! Krieg... Mach das Ding auf! Mach das Ding auf! Mach das Ding auf! Das kann doch nicht wahr sein. Okay, jetzt probiere ich mal, ob ich das Ding hier mit Viechius aufkriege. Hat der... Yay! Zur... warum ist das, hat das jetzt geklappt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Auf jeden Fall, Zauberfertigkeiten. Es gibt den Bewegungszauber Foramen. Und Foramen, ja, manipuliert Schlösser. Kann also Schlösser aufmachen. Dementsprechend scheint das Schloss gut gegen profane physische Einflüsse gesichert worden zu sein. Aber weniger gut, hoppala, weniger gut gegen magische Verrammelung oder Entrammelungsaktionen. Und von daher... Hier führt ein Schacht ins Boden, in bodenlose Tiefen. Von unten ist ein seltsames Gurgeln zu hören. Ja, da wollen wir noch nicht lang, aber das wollen wir uns mal im Hinterkopf bewahren. Weil ab hier kenne ich mich zugegebenermaßen, ist auch nicht mehr so wahnsinnig gut aus. Deswegen, am Boden der Ostwand befindet sich ein Loch von vielleicht 4 Spanndurchmesser. Dahinter führt ein Schacht steil, aber nicht senkrecht in eine bodenlose Schwärze. Wollt ihr den Schacht hinunterklettern? Nein, das wollen wir noch nicht. Wollen uns erstmal hier in diesen Nischen. In dieser Nische liegen 4 Fackeln. Wollt ihr sie mitnehmen? Nein. Die verstopfen, glaube ich, nur unser Inventar noch mehr. Und das ist sehr, sehr schlecht mit dem quasi Gewicht, was damit zugrunde liegt. Weil wir können im Kampf dann im Zweifelsfall uns quasi nicht mehr wirklich bewegen. War hier noch was? Nein, in alle Richtungen ist quasi nichts. Da müssen wir hier mal den langen Weg drum herum laufen. Ich weiß es auch nicht hier. In dieser Nische liegt ein Speer. Ja, nehmen wir den einfach mal mit. Ja, zur Not können wir den auch wieder vertickern. Ui, was ist jetzt passiert? Tut mir leid. Okay, es scheint... Ja, da muss man extrem schnell pausieren, glaube ich. Um das noch mitzukriegen, was denn da passiert ist. So, ich glaube... Ich gehe erstmal in diese Nische hier rein, in der sich ebenfalls nichts mehr befindet. Dann gehen wir den langen Weg... Hier mal hin. Es scheint ja auch nicht zu passieren. Hier ist der Gang eingestürzt. Im Lichtschein eurer Fackeln könnt ihr jedoch erkennen, dass es dahinter weitergehen muss. Wollt ihr versuchen, den Gang freizulegen? Nein, das wollen wir nicht. Das ist nämlich... Dafür gibt es Werkzeuge nicht unbedingt Brechstangen, aber Schaufel und Spitzhacken. Allerdings lässt sich dieser Gang nicht aufmachen. Man könnte, wenn wir einen Transversalis-Teleport-Zauber hätten, also den hat Viechius zwar aber auf -10... Könnte man sich auch auf diese Art und Weise dorthin teleportieren. Aber hier bleibt jetzt erstmal nur uns übrig, den Rückweg anzutreten. Wir haben ja am Anfang dieser Etage gesehen, dass es hier einen Schacht gibt, der nach unten führt. Und genau für diesen Schacht habe ich vor Antritt dieser Episode... War das jetzt... Ich glaube, das war der Weg hier runter, oder? Ah, da ist es. Ja, wir wollen... Deswegen habe ich die Seile gekauft. Um angeseilt zu klettern, bräuchtet ihr sicherlich 50 Schritt Seil. Wollt ihr... Nein, wir wollen uns anseilen. Und weil wir 50 Schritt Seil brauchen, jedes Seil ist 10 Schritt lang, also 10 Meter. Ich glaube, ein Schritt ist ein Meter umgerechnet in DSA-Werten. Maibchen gleitet aus und stürzt schwer ins Halteseil. Ihr könnt sie jedoch auffangen und weiterklettern. Injak gleitet aus und stürzt schwer. Mein Güte, wie schlecht sind die? Viechius gleitet ebenfalls. Okay, die sind mal alle ziemlich im Arsch, was das Klettern angeht. Hier führt ein steiler Schacht nach oben. Weiter als das Licht eurer Fackeln reicht. Es sieht aus, als könne man zwar von oben hier herunterklettern, jedoch nicht umgekehrt. Das heißt, wir sind hier erst mal festgefahren. Bitte... Ah, kartografieren. Dankeschön. So, jetzt habe ich den... Okay, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Oh nein, es sind mächtige Skelette, die uns hier auf den Sack wollen. Da stell du dich mal dahin.
Und ja, wir sind leider Gottes jetzt krass überladen. Jetzt müssen wir, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob Skelette, vom Weibchen überlebt das. Abwarten. Ah, die Shindy darf noch zur Rettung herbeieilen. Und er kann nur noch 3 Felder laufen, also es dauert eine Weile, bis der da ist. Mit ihr warten wir ab. Oh, da kriegt sie einen schweren Treffer rein. 2, 3. Okay. Und... Wie viel... Achso, nee, sie kann 5 Felder sich bewegen, das ist okay. Dann können wir vielleicht mit Fernkampfwaffen noch da etwas machen. Beweg du dich... Nee, wir... Oder? Nee, beweg du dich einfach mal dahin. Okay. Und jetzt greifen wir ihn hier mit mächtigen Mitöse an. Oh, gut, wundervoll. Wir können ihm Schaden zufügen. Nämlich bei manchen Kreaturenarten ist es leider Gottes nicht möglich, ihnen ohne magische Waffen oder sonstiges Zeug Schaden zuzuführen. Ich wusste es jetzt nicht mehr, wie es mit elenden Skeletten ist. Aber der wartet nur darauf, abgeschlachtet zu werden von mir. Hey, ich habe gesagt, du sollst abwarten. Genau. Und so, du stellst dich dahin und darfst ab der nächsten Runde... dann auch was machen. Kannst du das Skelett... Ah, mal sehen, ob ein Bolzen irgendwas bewirkt. Jetzt gerade allerdings nicht. Du wartest mal ab und wir hauen ihm auch mal. Nein, wir warten ab, weil Maibchen muss sich erst einmal wieder sammeln und ihre Haare wieder zurecht aus dem Gesicht streichen. Hau ihn! Da greift man schon mit äußerster Aggressivität an und hauen das Skelett endlich um. Yes, yes, yes. So. Ich versuche jetzt aus der Erinnerung raus, mich hier ein bisschen entlang zu hangseln. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wo ich richtig bin, aber... Das werden wir sehen! So, Maibchen hat einen schweren Schlag erlitten, aber auch dieses Skelett muss sich meiner Übermacht letztendlich doch beugen. Und hoffen, dass wir hier an die richtige Stelle laufen. Okay, dieses Schloss kann Maibchen knacken. Und haben ein weiteres Skelett vor uns. Hui, waren sogar 2 elendige... Oh, okay, gucken wir mal, was wir jetzt wegschmeißen können. 2 elendige Skelettlein. So, wir schmeißen den Schnaps weg und nehmen den Schmarren mit. So, gucken wir mal, wo wir sind. Gut, ich glaube... Ah, genau, hier wollte ich hin. Über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, diese klamme Höhle zu verlassen? Das wollen wir. Es dauert zwar einige Zeit, aber schließlich habt ihr es geschafft. Ihr zieht euch hoch und steht in einem verlassenen Keller. Plötzlich hört ihr Geräusche an der Tür. Und noch ehe ihr reagieren könnt, werdet ihr vom grellen Licht einer Laterne geblendet. Ah, wen haben wir denn hier? Grottenschrate wohl. Gurtak, Sohn des Gardosch, mein Name. Kommt mal raus, damit ich euch ansehen kann. Im Lauf der nächsten Stunden... nehmt ihr einige zwergische Biere zu euch und stellt, und die Stimmung wird immer entspannter. Es stellt sich heraus, dass Gurtak ein Bekannter von Meister Dramosch ist und ihr somit keine Anzeige wegen Einbruchs befürchten müsst. Anschließend führt euch der nette Zwerg hinaus auf die Straßen Torwalds. So, und der Grund, weswegen wir das jetzt gemacht haben, ist folgender. Wir sind jetzt völlig woanders, als ich mir das gerade vorgestellt hatte. Wir haben, ich meine, das müsste zumindest der Fall sein, hier, wo der Pfeil gerade nach unten zeigt. Das ist der Laden von dem Typen. Und ich dachte zumindest, dass ich über den Laden auch wieder auf die 4. Ebene der Zwingfeste runtersteigen kann. Das heißt, ich muss nicht andauernd durch den Eingang die ersten 2, beziehungsweise 3, wie heißt es, Etagen durchlaufen, damit ich da unten langkomme. Und deswegen haben wir jetzt eine besonders schöne Ausgangsposition. Was das... ja, Erleben angeht. Der nächsten Etagen der Zwingfeste in Let's Play. Das schwarze Auge Schicksalsklinge. Bis dann. Ciao. Okay, dann muss ich doch nach hier. Wisst ihr Bescheid. Was ist das denn hier? Ingerim, okay. Nein, danke, kein Bedarf. Wir wollen vernünftige Waffen besorgen. Ich mache es euch besser. Ja, mach es uns. Am besten andermal. Ciao.